Ja, herzlich willkommen bei Freelance am See. Mein Name ist Rick Elvis. Wir machen heute eine Grab-and-Go-Mission, eine Pickup-Mission. Wir sollen irgendwas holen, sollen es zu Grimhex bringen. Ich habe die Mission schon ausgewählt. Ganz easy, über Moviglass, Contracts. Ich habe über Personal, habe ich mir die Mission ausgewählt. Ich sehe jetzt mal über Accepted, hier seht ihr sie. Nova Riders, got a special something, Slash House on Daymar and take it to Grimhex. Das machen wir. Unterzeichnet ist es. Ich habe leichten kriminalen Status hier oben durch meine Aktion in der Mission vorher. Das sollte ich in Comarray ausschalten, das habe ich natürlich gemacht und mache gleich Public Enemy. Ich weiß nicht, was das soll. Ich war kein Pirat, ich war nicht geächtet, ich hatte keinen Status. Die Mission war aber bei mir im Mobiclass drin. Und von daher habe ich die angenommen und dachte mir, ja, das machst du ganz einfach mal. Okay, wir müssen Daymar. Daymar. Wir klicken erstmal Daymar an und gehen los. Dahin müssen wir, denke ich mir. Wir springen. Sehr schön. Ich denke mal, wir sind da. Pickup-Zeit, wir haben 315 direkt hier voraus. Da gehen wir auch gleich rein und go. Richtig schön volle Buller. Ich denke mir, wir sind auf der richtigen Seite vom Mond. Weil es nur 308 Kilometer weg ist. Wir werden sehen, was das ist. Vermut fast sowas wie ein Drogenlabor oder sowas. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Meistens ist es ja nichts, was es schon gibt. Also sind ja auf den Monden sind ja Verstecke, Wracks und so weiter, die man gerade durch solche Missionen bekommt. Und die schauen wir uns einfach jetzt mal durch sowas an. Ja, wir sind übrigens im Batch 312. Da kam jetzt, glaube ich, am Samstag früh raus. Deutscher Zeit. Bin ich ganz sicher. Ich habe heute früh das Update gemacht und war auch schon mit einem Member von uns hier unterwegs heute. Wir haben einen kleinen Test gemacht mit dem Tumbrel. Und fanden es auch sehr lustig. Wir haben einige Bugs und ja, ausgenutzt, sag ich mal, oder experimentiert ein bisschen mit dem Tumbrel. Ich bin auch aus dem Schiff rausgeflogen mit dem Tumbrel. Bin abgestürzt, der flog einen Kilometer weiter. Ich wurde dann vom Kollegen aufgepickt. Wir sind dann zum Tumbrel, wollten den umdrehen, weil der lag auf dem Kopf. Der ist explodiert. Dann gleich Crime-Status bei mir für irgendwas, was ich gar nicht gemacht habe. Der Kollege zerstört mein Tumbrel, kriegt keinen Crime-Status. Das sind lauter so Dinger. Ja, es ist. Ich finde eher, das müsste so ein Anzeigesystem geben. Der Kamerad hat mein Schiff gemacht, den zeige ich an. Das ist schwere Sachbeschädigung. Der muss auf jeden Fall mindestens einen Crime-Stat kriegen. Fände ich besser, wie wenn das System hier entscheidet. Ich habe, ich weiß gar nicht, was habe ich ihn gemacht? Wofür habe ich ihn das heute gekriegt? Ich kann es gar nicht sagen. Es war auf jeden Fall nicht fahrlässig und nichts. Das war einfach nur. Ich weiß es gar nicht mehr. Und der Kamerad zerstört ein, zwei Schiffe, zerkratzt hier einen Lack auf der Freelancer bei mir, verursacht einen halben Crash und kriegt keinen Crime-Status. Bei mir war so ein lapidares Ding, keine Ahnung. Jo, was haben sie verbessert? Man muss sagen, es funktioniert, dass wenn ein Crash da ist, das funktioniert, dass man dann binnen 10 Minuten
laut ihren Angaben wieder auf den Server, wenn man kommt, genau an der Stelle, wo man gecrashed ist, auch wieder aufwacht. Also haben wir getestet, zweimal funktioniert. Das, was wir getestet haben, war wirklich ein Game Crash beim Kollegen, der ist gespawnt und ist genau wieder in der Cutlass auf seinem Sitz, ja, gespawnt. Also nicht auf Olisau oder Grimhex, nirgends. Nein, sein Schiff war noch da und er konnte im Sitz spawnen. Top. Ich habe dann ein Experiment gemacht. Ich bin von Grimhex gestartet, habe mich nicht weit weg bewegt. Ich sag mal 10 Kilometer. Ich war noch in diesem Asteroidengürtel und konnte, habe mich ins Bett gelegt, habe die Engine Power Off ins Bett rein, bin raus aus dem Game, habe mich ausgeloggt, gewartet, habe mich wieder eingeloggt und bin im Game 10 Kilometer von Grimhex im Bett aufgewacht. Das hat funktioniert. Kann man echt nicht meckern. Ja, die Crashes sind nicht mehr da oder nicht mehr so viel. Und wenn, dann funktioniert es mit dem Spawn und man ist an derselben Stelle wieder. Handelssystem ist auch noch nicht überarbeitet, also beziehungsweise bis zu dem Punkt, dass es immer noch so wenig Geld dafür gibt. Die Mission werde ich jetzt vermehrt machen. Ich habe auch hier mal eine angenommen. Man muss auch sagen, man kriegt ja für seine, für die Mission fast schon mehr Geld wie für den Handel. Also ich kriege ja hier jetzt, ich weiß es gar nicht, ich will es gar nicht probieren. Oder ich probiere es, komm. Ich bekomme für diesen Contract Accepted, ja, 340 Alpha Yosi. Ich muss das ausmachen hier. Ihr seht selber, es ist herrlich. Da vorne, ah, oh, jetzt ist vorbei. Habt ihr das gesehen? Diese verschwommene, also dieses Flieren auf der Scheibe durch die Hitze, das ist so geil. Das ist so geil gemacht. Also das haben sie seit 3.1, glaube ich, drin. Sieht richtig cool aus. Ja, jetzt habe ich gerade Probleme. Ich höre keinen Boost vom Sound her. Ja, es ist irgendwo outside, also irgendwo in so einem Canyon. Drüben sind schon Schiffe. Ich werde ihn mal ohne Reklima. Mio. Ist sie noch da? Ich sehe sie gar nicht mehr auf dem Schirm. Also eben war noch da bei der Pickup-Site war ein Schiff. Ist auch noch einer da. Aber wo? Okay, wir gehen mal langsam rein. Das müsste wahrscheinlich da unten irgendwo sein. Ich hole mal ein bisschen aus. Okay, ist 8 Kilometer weg. Wieder will der auch hierher. Ich muss auf jeden Fall schaffen, eher dort zu sein wie jemand anders, falls jemand die Mission angenommen hat. Weil der die Mission annimmt, es können ja mehrere annehmen und okay, habe ich ein Zeichen? Da unten. Hier sitzt. Oh, ein Drogenlabor. Lecker mir. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Ja, wo ist es? Ich möchte es mal sehen von oben. Ja, da ist es drin. Ich werde mich da vorstellen. Schön hier in so einem. Werde mich hier schön da vorstellen. Ist jetzt selber, gerade hakt's. Okay, wir sind gelandet. FPS sind gerade am Boden. Ich steige aus. Okay. Ich hoffe, dass ich das schaffe hier. Ich gehe gleich mal hin raus. Falls ich was aufpicken muss, kann ich ja die Heckklappe auflassen.
mach das einfach mal. Okay. Ich lasse das mal, wie es ist. Also ich habe noch keinen Status, da hat sie nichts getan. Ich vermute fast, dass das hier drin ist. Ich habe jetzt hier keine weitere Anzeige. Ich habe keine weitere Anzeige. Ich gucke mal ins Mobi. Except. Okay. Das ist natürlich nicht, wo ich hier irgendwas finden. Ah, ich habe jetzt wieder ein Item. Das Item brauche ich. 3 Meter um die Ecke. Ah, da ist es. Sehr schön. Sieht gut aus. Würde sagen, das nehmen wir. Pick up. Okay, wir haben's. Ich sehe mal zu, dass ich irgendwie hier rauskomme. Ich muss ab und zu Screenshots machen, ihr wisst, ich brauche das für die Bilderchen. Wir sind mit der Freelancer hierher gekommen. Wir müssen mit der Freelancer weg. Es gibt 340 Alpha UC, will ich nochmal dafür sagen. Wenn man handelt, bekommt man, wenn man 2000 einsetzt, ungefähr 2100 wieder. Und das ist jetzt nicht die... Und man macht trotzdem so einen Flug, das muss man sich ja immer wieder vorhalten. Aber mit so Missionen mittlerweile gibt es schon gut Kohle. Oh nee, was mache ich? Ich bin doch ein Depp. Bin ich ein Depp? Ich bin ein Depp. Komm, runter her. Wir nehmen es wieder auf. Pick up. Wenn man Knöpfchen drücken will und weiß nicht welche, ne? So. Ich mache jetzt mal die Heckklappe zu, hoffe ich. Okay. Ich werde es direkt hier herstellen, damit ich es dann auch wieder finde. Übrigens, hier gibt es jetzt ein Gimmick. Hier kommt jetzt gleich Blaze. Das muss man so ein bisschen suchen. Meistens, wenn dieses Kreischen hier kommt. So, und dann musst du die Taste gedrückt halten. Und dann seht ihr hier, kommt so ein Hologramm. Und mit dem können wir das jetzt platzieren. Und stellt es genau, exakt genau an der Stelle hin. Super, oder? Cool. So. Und wir steigen ein. Wir müssen, glaube ich, Grimhex, habe ich gesehen, gehört. Na komm, Obi-Glas, nochmal auf. Nochmal auf. Gut, ein bisschen Buggy hier. Go to my destination. Wir müssen jetzt Yella. Erkannt. Gesetzt. Wir machen Obi-Glas so. Statten hier raus, werden auch eine LW-Stadt machen, denke ich. Dazu genau voller Buller Gas geben, Fahrwerk rein und schön nach oben.
Ich weiß jetzt nicht genau, was das war da unten von Labor. Ja, fast volle Bulle. Ihr seht auch hier die Raute in der Mitte, dieses Dreieck mit Punkt. Das ist die, ja, das Flugziel, sag ich mal. Es ist blau, das heißt für mich, ich werde es gleich mal anpeilen. Wäre schön, wenn ich könnte, wie ich wollte. Nee, kann ich nicht. Also nochmal höher. Drehen wir ein bisschen ein und gehen höher. Hin, solange der Schweif nachzieht, habe ich. Habe ich noch nicht das erreicht, was ich will, ne? Wir geben Gas. Ich muss trotzdem mal anhalten. Ich habe da so eine blöde Befürchtung. Nee, weil ich sehe da vorne, sehe ich dieses Symbol nochmal hier auf der rechten Seite. Ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht was received. Ja, da hinten, seht ihr selbst. Ich habe Cutlass Black hinter mir, 10 Kilometer entfernt. Der kämpft aber mit einem zweiten. Vermutlich, der hängt da immer dran, so eine Security oder irgendwas. Ich sehe da auch Laser, habe ich gerade gedacht. Okay. Ja, die entfernen sich immer weiter, wenn man schön Gas gibt. Oh, eine Rakete. Das ist aber nicht für mich. Ich warne dich. Okay. Wir müssen weiter nach vorne gucken. Unser Ziel ist, wie gesagt, hier. Irgendwo, ihr seht's, solange das noch obscured ist, obstructed ist. Jetzt ist blau, jetzt können wir runter. Alles klar. Wir gehen in den Anflug, Quantum und B. Auf. Jetzt müssen wir immer noch das Ziel suchen. Wo ist das Ziel? Ich hätte gedacht zu Grimhex. Nee, da nicht. Da hinten. Alles klar. Da gehen wir hin. Direkter Weg. Durch den Stein durch natürlich. Okay. Das ist jetzt, was ich nicht gedacht hätte. Wurde ich gezogen? Nee. Ich versuch's mal übers Mobiglas. Vielleicht kann ich übers Mobiglas. Sind immerhin noch 500 Kilometer, also Leute. Das ist wäre jetzt für mich nicht machbar. Okay. Destination sitzt. Ja, ist klar, ist ein Steinfels dazwischen. Direkter Anflug und Bingo. Ja, Leute, wenn da ein Fels vor mir ist, dann
Schickt mich das System hier rein, ne? Da ist es. Da soll ich hin. Alles klar. Ja, Scrim Hex ist klar. Ich werde mich irgendwo hierher setzen, wo ich kann. Und zwar... Wir machen eine Anfrage. Erstmal Fahrwerk rein. Das vergesse ich raus. Das vergesse ich immer wieder. Okay, da drüben. Ja, schön den Strich treffen. Zack. Und ein. Dann geht das Schiff schön runter. Innenstadt in der Cutlass. Sehr schön, wir stehen. Landing complete. Have a pleasant stay. Wir steigen aus. Ja, sie haben einiges in 3.1.2 gemacht, was nötig war. Und sie haben es auch in meinen Augen, bis auf die FPS, die sind immer noch nicht so... So, da haben wir das hier Pickup. Funktioniert. Gut. Ich muss irgendwie runter. Drop off. Ich vermute... Ja, es ist unten irgendwo. Das haben sie noch. Das sieht aus... irgendwie einen Fahrstuhl finden oder eine Schleuse. Ich denke mal hier hoch. Ich denke mir auch, dass es unten ist bei dem normalen Trading-Konsolen, dass man das da auf den Tisch stellt. Und man bekommt dann sein Geld. Aber man bekommt für einen Flug, mehr oder weniger, ohne Hindernisse, 340 Alpha UEC im Gegensatz zu einem normalen Cargo Run, der im Moment gerade hier am Anfang nötig ist, in meinen Augen, um Geld zu verdienen. Ja, der hat schon eingekauft. Ich muss nach unten. 77 Meter. Fahrstuhl gerufen. Ich habe gerufen hier. Mach's nochmal. Call. Bestätigt. Ich rufe ich den zweiten auch noch. Da ist er. Ist ja meine Heimat. Ich bin ja kriminell, ne? Obwohl Grimhex nicht mehr kriminell ist, muss man auch sagen. Kriminell heißt nicht gleich auf Grimhex aufwachen. Ich bin auch vorhin auf Olisar aufgewacht. Mit dem Status hier. Also man kann sich seine Heimat mehr oder weniger raussuchen, sag ich mal. Wo man aufwachen will. Ob es langfristig mit dem im Bett auslocken funktioniert, hier im Moment, weiß ich nicht. Aber ich muss hier alles herstellen. Okay. Something I can help you with.
Set it down. Let's see what you got. Ich habe sie gerade hergestellt. Ich hätte es vorher machen müssen, oder? Nimm das wieder. You gonna drop this off or what? Ja, mach ich. Jus. Stell das wieder hin. Fine. Okay. Er guckt in seinen Rechner. Und er nimmt es entgegen, oder? Ich denke schon. Ja, er hat es genommen. Ich bin 340 Alpha UC reicher. Reicher, haha. hab eine Mission hier hinter mir gebracht. Binnen, müsst jetzt lügen, 26 Minuten. Manche Cargo-Runs dauern schon länger und bringen weniger Geld. Ich sage euch ehrlich, wenn ihr am Anfang Geld machen wollt in Star Citizen, ist mittlerweile ja, Missionen lukrativer wie Cargo. Ich denke mir, gerade in der Anfangsphase würde ich eher ein paar schöne Missionen mir raussuchen. Wenn ich genug Geld habe, dann für vollen Cargo Run werde ich auch dann wieder in den, ja, Transport von Fracht einsteigen. Aber im Moment bin ich der Meinung, muss selber mal gucken, ich habe jetzt gute knappe 6000. Nur durch zwei Missionen und zwei Cargo Runs knapp 1000 Alpha UC gemacht. Jo. Das an der Stelle, würde ich sagen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Ciao.